Kochen 7.10.2017 mit Fernsehkoch Seltsam McKenzie YouTube-Video. Von Eno Bio, 2 Esslöffel klare Gemüsebrühe, Loge Sojaschnetzel fein, 2 Esslöffel Olivenöl, 200 Gramm Berglinsen, 50 OG Passata außerdem, 2 Zwiebeln i Knoblauchzehe, 1 bis 2 rote Chilischoten, 2 Paprika gelb und rot, 2 türkische Liebekreuzkümmel, gemahlen Salz, Pfeffer, Zoge, Sojajoghurt, eine Limette frisches Koriandergrün 50 GS, ein Esslöffel Gemüsebrühe in 5 Ohm heißem Wasser auflösen. Die Sojaschnetzel mit dieser Gemüsebrühe übergießen und ca. 10 Minuten quellen lassen. Zwiebeln und Knoblauch schälen und klein schneiden. Chilis putzen und in Ringe schneiden. Paprika putzen und würfeln. Sojaschnetzel abgießen, gut abtropfen lassen und zusammen mit Zwiebeln, Knoblauch und Chilis in Olivenöl anbraten. Die Linsen dazugeben und den Kreuzkümmel darüber stäuben, kurz mitbraten. Dann die Passata und 85 Ohm Wasser angießen und alles ca. 3 Ohm Minuten köcheln lassen. Die Paprikawürfel dazugeben und weitere 10 Minuten köcheln lassen, bei Bedarf etwas Wasser zugeben. Mit der restlichen Gemüsebrühe, Salz und Pfeffer würzen. Sojalinsenchili mit Sojajoghurt, Limettenspalten und Korianderblättchen servieren. 15 OG Basmati Reis 2 Esslöffel Bratöl 10 türkische Kurus Kokosblütenzucker 200 ml Kokosmilch IEL klare Gemüsebrühe 2 Esslöffel Erdnusscreme Creamy 1 bis 2 Teelöffel Zitronensaft außerdem 75 Gramm Erdnüsse geröstet und gesalzen Salz 1 Zwiebel 1 Knoblauchzehe 255 Gramm weiße Bohnen Klammer auf Dose Klammer zu Cayennepfeffer, 4 Stiele Petersilie so geht es, Erdnüsse hacken und zusammen mit dem Reis in 1 Esslöffel Bratöl anrösten, leicht salzen, mit 280 ml Wasser auffüllen, aufkochen und auf der ausgeschalteten Platte im geschlossenen Topf zu Ende quellen lassen. Das dauert ca. 20 Minuten, in der Zwischenzeit Zwiebel und Knoblauch schälen und klein schneiden, Bohnen abgießen und kalt abbrausen. Zwiebel und Knoblauch mit dem Kokosblütenzucker in IEL-Bratöl karamellisieren. Die Bohnen dazugeben und mit Kokosmilch und 400 ml Wasser auffüllen. Mit Gemüsebrühe würzen und alles ca. 10 Minuten kochen lassen. Die Suppe pürieren und die Erdnusscreme einrühren mit Salz, Cayennepfeffer und Zitronensaft abschmecken. Die Petersilienblättchen von den Stielen zupfen klein schneiden und zusammen mit dem Erdnussreis in die Suppe geben servieren. Pilzsuppe mit Pak Choi wärmend für 4 Portionen 300 Gramm Lauch 200 Gramm Möhren 400 Gramm gemischte Pilze zum Beispiel Austernpilze Champignons Shiitake 200 Gramm Pak Choi 1 Knoblauchzehe 1 Walnuss großes Stück Ingwer 1 rote Chilischote 6 Esslöffel milde Sojasauce zum Beispiel Shoyu 6 Esslöffel Mirin, Klammer auf S-Tipp Klammer zu, 1 Esslöffel Sesamöl, Klammer auf Alternativ, Bratöl Klammer zu, 1 I Gemüsebrühe 2 Esslöffel Bratöl 2 Esslöffel Sesam 1/2, Bund Koriander Salz schwarzer Pfeffer erstens Lauch putzen längs halbieren, waschen und in 3 mm dicke Halbringe schneiden, Möhren schälen und in 3 mm dicke Scheiben schneiden. Pilze putzen, mit feuchtem Tuch säubern, trockene Stielenden abschneiden und Pilze in 3 mm dicke Scheiben schneiden. Pak Choi waschen, putzen und abtropfen lassen. Stiele in 0,5 cm dicke Stücke und Blätter in 1 cm breite Streifen schneiden. Knoblauch und Ingwer schälen und fein würfeln. Chili waschen, längs halbieren, entkernen und in feine Streifen schneiden. Sojasauce mit Mirin, Sesamöl und Gemüsebrühe verrühren. Zweitens Bratöl in großem Topf erhitzen. Knoblauch, Ingwer und Chili, darin 4 Minuten anschwitzen. Pak Choi Stiele, Pilze, Möhren und Lauch, dazugeben und unterrühren 3 Minuten mitbraten. Mit Gemüsebrühe-Mischung ablöschen und einmal aufkochen. Pak Choi Blätter zugeben und bei mittlerer Hitze 5 Minuten köcheln lassen. Drittens Sesam in Pfanne ohne Fett rösten bis er duftet. Zur Seite stellen. Koriander kalt abbrausen, trocken schütteln und Blättchen abzupfen. Suppe mit Salz und Pfeffer abschmecken und mit Sesam und Korianderblättchen bestreut servieren. Zubereitungszeit,
ca. 35 Minuten pro Portion, ca. 260 Kilokalorien, 1090 Kilojoule, 10 Gramm EW, 11 Gramm KH, 19 Gramm F1BE, vegan, laktosefrei. Wissenswert: Mirin ist eine süße, alkoholhaltige Würzsoße aus Reis, die vor allem in der japanischen Küche beliebt ist. Man findet sie im Biomarkt, zum Beispiel von Arche Naturküche oder im Asialaden, mit ihrem süßlichen Geschmack. Koreanische Pfannkuchen mit Sesamsoße, gelind leicht für 4 Portionen Pfannkuchen, 250 Gramm Weizenmehl Type 405 Salz 4 Eier 200 Gramm Spitzkohl 150 Gramm Lauchzwiebeln 120 Gramm Zwiebeln 150 Gramm Möhren 4 Esslöffel Bratöl schwarzer Pfeffersoße 4 Esslöffel Sesam 1 getrocknete Chilischote, Klammer auf alternativ, eine Prise Chilipulver, Klammer zu, eine Knoblauchzehe 4 Esslöffel milde Sojasauce, zum Beispiel Shoyu 4 Esslöffel Mirin, Klammer auf S-Tipp unten links, Klammer zu, ein Esslöffel flüssiger Honig, erstens für die Pfannkuchen Mehl mit 1,5 Teelöffel Salz. Eiern und 250 ml Wasser mit Quirlen des Handrührers zu glattem Teig verrühren und, abgedeckt 10 Minuten ruhen lassen. Zweitens inzwischen Spitzkohl putzen, vierteln waschen, Abtropfer lassen und Strunk entfernen. Kohl quer in 3 mm breite Streifen schneiden. Lauchzwiebeln putzen, waschen, längs halbieren und in 3 cm lange Stücke schneiden. Zwiebeln schälen und klein würfeln. Möhren schälen und grob raspeln. Drittens für die Soße Sesam in Pfanne ohne Fett rösten, bis er duftet. Chilischote hacken und mit Sesam im Mörser leicht zerstoßen. Knoblauch schälen. Sesam-Chili-Mischung mit Sojasauce, Mirin und Honig verrühren. Knoblauch dazu pressen. Viertens weiter für die Pfannkuchen Backofen auf 100 vorreisen. Je 1 Esslöffel Öl in beschichteter kleine Pfanne erhitzen und / 4 des Gemüses bei mittlerer Hitze unterrühren ca. 3 Minuten darin anbraten, mit Salz und Pfeffer würzen, / 4 des Teiges darüber gießen und ca. 3 bis 4 Minuten bei kleiner bis mittlerer Hitze braten, bis die Unterseite goldbraun gebacken ist. Pfannkuchen wenden und weitere 3 bis 4 Minuten backen. Aus Pfanne nehmen und im Ofen warm halten. Vorgang 3-mal wiederholen. Pfannkuchen in Stücke schneiden und mit Sesari-Soße servieren. Zubereitungszeit, ca. 1 Stunde pro Portion, ca. 530 Kilokalorien, 2220 Kilojoule, 19 Gramm EW, 60 Gramm KH, 22 Gramm F5BE, laktosefrei auch lecker. Die Pfannkuchen schmecken anstelle Spitzkohl auch mit anderen Gemüsesorten gut. Probieren zum Beispiel Paprika. So schmeckt es Kindern, ersetzen Sie den Kohl durch Zucchini und reichen Sie anstelle der Sesamsoße eine Kräuterschmand-Dip. Kürbiswaffeln mit Ahornsirup ohne Zucker für 6 Stück 350 bis 400 Gramm Hokkaido-Kürbis, 2 Eier 90 Gramm Bratöl 100 Gramm Ahornsirup 170 Gramm Weizenmehl Type 405 eine türkische Lira Backpulver eine Prise Salz außerdem Waffeleisen gegebenenfalls Bratöl fürs Waffeleisen auf Wunsch. Ahornsirup zum Beträufeln erstens Kürbis waschen putzen halbieren Kerne und faseriges Gewebe entfernen und Hälften 2 cm groß würfeln. Im geschlossenen Topf mit Wasser bei kleiner Hitze ca. 15 Minuten gar kochen. Abgießen, gut abtropfen lassen und mit Gabel oder Kartoffelstampfer fein zerdrücken. Zur Seite stellen und leicht abkühlen lassen. Zweitens inzwischen Eieröl und Ahornsirup ca. 3 Minuten mit den Quirlen des Handrührers schaumig rühren, Mehl, Backpulver und Salz mischen und mit 200 Gramm Kürbispüree, Klammer auf S-Tipp Klammer zu, zugeben, zügig mit den Quirlen des Handrührers unterrühren. Drittens Waffeleisen aufheizen und gegebenenfalls mit Bratöl bestreichen, Teig mit Suppenkelle portionsweise aufs Eisen geben. Bei mittlerer Stufe 6 Waffeln ausbacken, auf Wunsch vor dem Servieren mit Ahornsirup beträufeln.
Zubereitungszeit, ca. 30 Minuten pro Stück, ca. 314 Kilokalorien, 1320 Kilojoule, 6 Gramm EW, 34 Gramm KH, 17 Gramm F3BE. Küchentipp, es kann sein, dass bei der Zubereitung etwas mehr oder weniger Kürbispüree entsteht. Plus / minus 20 Gramm können Sie ohne Probleme komplett in den Waffeln verarbeiten. Überschüssiges Püree lässt sich auch herrlich unter Frischkäse rühren und auf Brot genießen. Küchentipp, die Waffeln lassen sich super einfrieren. Bei Bedarf auspacken und auftoasten. Es lohnt sich also direkt die doppelte Menge zuzubereiten. Süße rote Beete Kürbis mit Zitrussalat für Gäste für 4 Portionen Kürbis, 250 ml rote Beete Saft, 2 Eier, 125 Gramm Weizenmehl Type 425 Gramm Puderzucker, 1 Prise Salz, Zitrussalat, 400 Gramm Orangen, 400 Gramm Grapefruits, 2 Stiele Minze, 20 Gramm Rohrzucker, außerdem 4 türkische Lire Bratöl auf Wunsch, 2 Stiele Minze für die Garnitur 1, für die Kürbis rote Beete Saft und Eier mit Quirlen des Handrührers gut verrühren, Mehl, Puderzucker und Salz, zugeben und alles zu glattem Teig verrühren, zur Seite stellen und 20 Minuten ruhen lassen. Zweitens für den Zitrussalat Orangen und Grapefruits filetieren. Minze kalt abbrausen, trocken schütteln, Blättchen abzupfen und sehr fein hacken. Minze mit Zucker mischen. Drittens kleine Pfanne mit 0,24 cm erhitzen und pro Kürbis 1,5 Teelöffel Bratöl benutzen. 8 kleine Kürbis nacheinander bei mittlerer Hitze ausbacken und zur Seite stellen Klammer auf S-Tipp Klammer zu. Pro Portion 2 Kürbis zu Vierteln falten, mit Zitrusfilets belegen, mit Minzzucker bestreuen und auf Wunsch mit Minze garniert servieren. Zubereitungszeit, ca. 35 Minuten pro Portion, ca. 367 Kilokalorien, 1540 Kilojoule, 9 Gramm EW, 50 Gramm KH, 14 Gramm F4BE. Küchentipp, die Kürbis brauchen in der Pfanne von jeder Seite höchstens 1 bis 2 Minuten. Schichten Sie die gebackenen Kürbis auf einem Teller übereinander, so bleiben sie lauwarm. Im Backofen kann man sie gegebenenfalls auch warm halten. Auch lecker, die Kürbis schmecken auch herrlich mit cremigem Schokolade-Nice-Samba oder einem Klecks Kröme-Freiche. Gnocchi-Halbmonde mit Steinpilzfüllung und Salbei-Butter gut vorzubereiten für 4 Portionen. Gnocchi 700 Gramm festkochende Kartoffeln, Salz 300 Gramm Weizenmehl Type 405, 2 Eier, 2 Prisen Muskatfüllung, 40 Gramm getrocknete Steinpilze, 2 Knoblauchzehen, 1-2 Großmarin, 2 Eier, 40 Gramm Semmelbrösel, schwarze Pfefferbutter, 2 Bund Salbei, 125 Gramm Butter, außerdem Mehl für die Arbeitsfläche auf Wunsch, 50 Gramm Parmesan am Stück für die Garnitur. Erstens für die Gnocchi-Kartoffeln, bei kleiner Hitze im geschlossenen Topf ca. 30 Minuten in Salzwasser gar kochen, abgießen, ausdampfen lassen, heiß pellen und leicht abkühlen lassen, durch Kartoffelpresse drücken oder fein reiben, Klammer auf S-Tipp Klammer zu, vollständig abkühlen lassen. Zweitens inzwischen für die Füllung Pilze mit 200 ml kochendem Salzwasser übergießen und mindestens 20 Minuten einweichen. Knoblauch schälen, grob hacken und in hohes Gefäß geben. Rosmarin kalt abbrausen, trocken schütteln, Nadeln abzupfen und grob hacken. Mit Ei und Semmelbröseln zum Knoblauch geben. Pilze abgießen, Einweichwasser auffangen, Pilze tropfnass zugeben und alles pürieren. Einweichwasser. Kompott, 200 Gramm Physalis, Klammer auf Alternativ, 1 Glas Schattenmorellen, 200 Gramm Abtropfgewicht, Klammer zu, 2 Esslöffel Rohrzucker, 70 ml Amaretto, Klammer auf Alternativ, Orangensaft, Klammer zu, 1 türkische Lira Speisestärke Teig, 40 Gramm Butter, 150 ml Milch, 3 Eier, 90 Gramm Weizenmehl, Type 405 plus 2 Esslöffel Rohrzucker, 1 Prise Salz. Außerdem, 2 Esslöffel Bratöl für die Form für das Kompott Physalis aus Höhle befreien, waschen und halbieren. Zucker in kleinem Topf bei kleiner Hitze hellbraun karamellisieren lassen. Mit Amaretto ablöschen und ca. 4 Minuten bei kleiner Hitze einkochen, bis Zucker fast komplett aufgelöst ist.
Mühsal zugeben und im geschlossenen Topf ca. 10 Minuten bei kleiner Hitze köcheln lassen. Pfannkuchentorte mit Schokogannache, einfach köstlich, für 8 Stücke Gannache, 200 Gramm Zartbitterschokolade, 200 Gramm Sahne und Pfannkuchen, 40 Gramm Butter, 3 Eier, 350 Milliliter Buttermilch, 250 Gramm Weizenmehl Type 550, 3 türkische Lire Backpulver plus 30 Gramm Zucker, eine Prise Salz, 2 Esslöffel Kakaopulver, außerdem Bratöl zum Backen auf Wunsch, Kakaopulver zum Bestäuben, erstens für die Gannache Schokolade grob zerbrechen und im Wasserbad schmelzen, Sahne steif schlagen und kühl stellen, Schokolade abkühlen lassen, dabei ab und zu umrühren, dass sie flüssig bleibt, vorsichtig untergeschlagene Sahne heben und Masse bis zur weiteren Verwendung, kühl stellen, Klammer auf, Esstipp, Klammer zu. Zweitens für die Pfannkuchen Butter bei kleiner Hitze zerlassen, Eier und Buttermilch in Schüssel mit Schneebesen sehr gut verrühren, Butter langsam zugeben und alles gut verrühren, Mehl, Backpulver, Zucker und Salz mischen und mit Schneebesen zügig unter Buttermilchmasse rühren. Drittens Pfanne leicht mit Öl einpinseln und nacheinander bei mittlerer Hitze zwei Pfannkuchen von ca. 0,20 cm backen. Nun zwei Pfannkuchen von ca. 0,10 cm backen, Kakao in restlichen Teig rühren und ebenfalls zwei Pfannkuchen 0,20 cm und zwei Pfannkuchen 0,10 cm backen, alle Pfannkuchen auf Rost abkühlen lassen. Viertens nun abwechselnd große helle Pfannkuchen Schokoganache, große dunkle Pfannkuchen und Schokoganache Schichten, mit kleinen Pfannkuchen ebenso verfahren, bis eine Pfannkuchentorte entsteht. Auf Wunsch mit etwas Kakao bestäuben und servieren, Klammer auf, Esstipp, Klammer zu. Zubereitungszeit, ca. 40 Minuten pro Stück, ca. 411 Kilokalorien, 1720 Kilojoule, 10 Gramm EW, 41 Gramm KH, 23 Gramm F, 3 BE. Küchentipp, die Gannache sollte nicht zu lange gekühlt werden, da sonst die Schokolade aushärtet und sie somit ihre Leichtigkeit und Streichfähigkeit verliert. Küchentipp, die Torte mit einem sehr scharfen Messer schneiden. Klinge dabei immer wieder in heißes Wasser tauchen. Spaghetti in cremige Möhren-Spinatsoße, tolle Kombination für 4 Portionen, 500 Gramm Möhren, 100 Gramm Zwiebeln, 2 Knoblauchzehen, 125 Gramm Babyspinat, 1 Bund glatte Petersilie, 400 Gramm Spaghetti, Salz, 4 Esslöffel Olivenöl, 200 Gramm Sahne, 100 Gramm Frischkäse, schwarzer Pfeffer, 1 Msp. Muskat, 40 Gramm Parmesan am Stück auf Wunsch, 4 Stiele glatte Petersilie für die Garnitur, erstens Möhren schälen und ca. 1 cm groß würfeln, Zwiebeln und Knoblauch schälen und fein würfeln, Spinat putzen, waschen und in Sieb abtropfen lassen, Petersilie kalt abbrausen, trocken schütteln, Blättchen abzupfen und fein hacken, Pasta in ausreichend Salzwasser nach Packungsanleitung knapp al dente garen. Zweitens inzwischen Öl in großer Pfanne erhitzen, Möhrenwürfel darin bei mittlerer Hitze unterwenden ca. 7 Minuten, goldbraun anbraten, Zwiebeln und Knoblauch zugeben und ca. 5 Minuten mitbraten, Sahne und Frischkäse zugeben, gut drittens Pasta abgießen, dabei 100 ml Nudelwasser auffangen, Nudeln und Nudelwasser zum Möhrengemüse geben und gut mischen. Spinat zugeben und ca. 1 Minute unterrühren, zusammenfallen lassen. Petersilie untermischen und mit Salz, Pfeffer und Muskat abschmecken. Parmesan fein reiben. Pasta auf Tellern anrichten, mit Parmesan bestreuen und auf Wunsch mit Petersilie garniert servieren. Zubereitungszeit, ca. 35 Minuten pro Portion, ca. 750 Kilokalorien, 3140 Kilojoule, 22 Gramm EW, 78 Gramm KH, 38 Gramm F, 6 BE. Auch Löcher, die Möhren können Sie wunderbar durch Süßkartoffeln ersetzen, diese nur etwas länger in der Soße gar köcheln lassen. Kalorientipp, nehmen Sie nur 2 Esslöffel Olivenöl. Verwenden Sie anstelle der Sahne 200 Gramm Sojasahne und greifen Sie gegebenenfalls zu fettreduziertem Frischkäse.
Mediterraner Quinoa-Salat mit gebratenem Halloumi schmeckt warm und kalt für 4 Portionen 250 Gramm weiße Quinoa-Salz, 1,5 Pfund Lauchzwiebeln je 200 Gramm gelbe und grüne Paprika, 3 Esslöffel Olivenöl plus 100 Gramm getrocknete Tomaten in Öl plus 30 Gramm Kalamata-Oliven ohne Stein, 100 Gramm Tomatenmark, 4 eine türkische Lira, getrocknete italienische Kräuter, 125 Gramm Rucola, schwarzer Pfeffer, eine Prise Chili-Pulver, 2 Esslöffel Zitronensaft, 250 Gramm Halloumi. Erstens Quinoa in feinem Sieb heiß abspülen, abtropfen lassen, in Topf geben und nach Packungs Anleitung in Salzwasser garen. Inzwischen Lauchzwiebeln putzen, waschen und separat in weiße und grüne feine Ringe schneiden. Paprika waschen, putzen, vierteln, entkernen und in 0,5 cm breite Streifen schneiden. 2 Esslöffel Öl in Pfanne erhitzen. Weiße Lauchzwiebelringe und Paprika darin bei mittlerer Hitze ca. 7 Minuten unter gelegentlichem Rühren braten. Inzwischen Tomaten abtropfen lassen, dabei 1 Esslöffel Öl auffangen und Tomaten in 0,5 cm breite Streifen schneiden. Oliven in feine Ringe schneiden. Zweitens Quinoa mit Gabel in Topf auflockern. Tomatenmark und italienische Kräuter unterrühren. In große Salatschüssel geben Paprika, weiße und grüne Lauchzwiebelringe, Tomaten, Tomatenöl und Oliven untermischen. Rucola verlesen, waschen, abtropfen lassen, grob zerschneiden und unter Salat mischen. Mit Salz, Pfeffer, Chili und Zitronensaft abschmücken. Halloumi in 1 cm dicke Scheiben schneiden. Übriges Öl in Pfanne erhitzen und Halloumi darin von beiden Seiten ca. 4 Minuten bei hoher Hitze anbraten. Quinoa-Salat mit Halloumi servieren. Zubereitungszeit, ca. 35 Minuten pro Portion, ca. 484 Kilokalorien, 2030 Kilojoule, 26 Gramm EW, 38 Gramm KH, 25 Gramm F3BE, glutenfrei ohne Milch und Mehl. Statt Halloumi passt auch angebratene Räuchertofu oder Mandelnusstofu super. Alternativ können Sie 100 Gramm geröstete Nüsse unter den Salat mischen, Klammer auf, zum Beispiel je 50 Gramm Pinienkerne und Walnusshälften, Klammer zu. Nudelgemüsesuppe mit Grünkernbratlingen würzig für 4 Portionen, eine Packung Grünkernbratlingmischung ä 150 Gramm, Klammer auf, alternativ, Bratlingmischung nach Wunsch, Klammer zu, 200 Gramm Möhren, 150 Gramm Staudensellerie, 100 Gramm Lauch, Paragraph 5 Esslöffel Bratöl, 4,4 i Gemüsebrühe, eine türkische Lira getrockneter Rosmarin minus 100 Gramm kurze Nudeln, zum Beispiel Hörnchen oder kurze Makaroni, Salz, 4 schwarzer Pfeffer, 1 bis 2 Esslöffel Zitronensaft, außerdem Küchenpapier, auf Wunsch, V4 und glatte Petersilie für die Garnitur. Erste Bratlingmischung in Schüssel nach Packungsanleitung quellen lassen. Inzwischen Möhren schälen und ca. 1 cm groß würfeln. Sellerie waschen, putzen und ebenfalls ca. 1 cm groß würfeln. Lauch putzen, längs halbieren, gründlich waschen und in 0,5 cm dicke Halbringe schneiden. 2 Esslöffel Öl in großem Topf erhitzen. Möhren, Sellerie und Lauch darin ca. 5 Minuten anbraten. Mit Gemüsebrühe auffüllen, aufkochen, Rosmarin und Nudeln zugeben und ca. 15 Minuten bei mittlerer Hitze kochen. Zweitens, inzwischen mit Teelöffel aus Bratlingmischung kleine Portionen abstechen und mit angefeuchteten Händen 16 Kugeln 0,3 cm Klammer zu formen und leicht flach drücken. Übriges Öl in großer Pfanne erhitzen. Mini-Bratlinge darin von beiden Seiten ca. 5 Minuten knusprig braten und auf Küchenpapier abtropfen lassen. Suppe mit Salz, Pfeffer und Zitronensaft abschmecken. Mini-Bratlinge in Suppe geben und auf Wunsch mit grob gehackter Petersilie und Pfeffer garniert servieren. Zubereitungszeit, ca. 30 Minuten pro Portion, 354 Kilokalorien, 1480 Kilojoule, 10 Gramm EW, 45 Gramm KH, 14 Gramm F4BE, vegan, laktosefrei, auch lecker. Mischen Sie zusätzlich 2 Esslöffel kleingewürfelte gebratene Zwiebeln sowie 2 Esslöffel fein gehackte Kürbiskerne unter die Bratlingmischung.
Zweierlei Kartoffeltopf mit Bergkäse, gelingt leicht für 4 Portionen 200 Gramm Räuchertofu, 120 Gramm Zwiebeln, 800 Gramm festkochende Kartoffeln, 600 Gramm Süßkartoffeln, 2 Esslöffel Bratöl, 4 Esslöffel milde Sojasauce, zum Beispiel Shoyu, 400 Milliliter Gemüsebrühe, 200 Gramm Sahne, 100 Gramm Gruyère oder Bergkäse am Stück 1. Bunt glatte Petersilie, Salz, schwarzer Pfeffer, 2 Msp. Muskat auf Wunsch, 4 Stiele Petersilie für die Garnitur. Erstens Tofu 0,5 cm, großwürfeln, Zwiebeln schälen und feinwürfeln, Kartoffeln und Süßkartoffeln schälen und beides 1,5 cm großwürfeln. Öl in großem Topf erhitzen und Tofu und Zwiebeln darin bei großer Hitze 5 Minuten anbraten. Mit Sojasauce ablöschen und etwas einkochen lassen. Kartoffeln, Gemüsebrühe und Sahne zugeben, einmal aufkochen und 12 bis 15 Minuten im geschlossenen Topf bei mittlerer Hitze köcheln lassen, bis die Kartoffeln gar sind. Zwischendurch umrühren. Zweitens inzwischen Käse feinreiben. Petersilie kalt abbrausen, trockenschütteln, Blättchen abzupfen und feinhacken. Petersilie zu Kartoffeln geben, gut vermischen und kräftig mit Salz, Pfeffer und Muskat abschmecken. Kartoffeltopf mit Käse bestreuen und auf Wunsch mit grob gehackter Petersilie und schwarzem Pfeffer garniert servieren. Zubereitungszeit, ca. 35 Minuten pro Portion, ca. 653 Kilokalorien, 2740 Kilojoule, 20 Gramm EW, 72 Gramm KH, 31 Gramm F6BE. Auch lecker, kennen Sie Topinambur? Die sogenannte Diabetiker-Kartoffel ist nicht nur besonders kohlenhydratarm, sondern schmeckt auch wunderbar in diesem Gericht. Verwenden Sie die Limettenkartoffel/Stampf 1 Kilogramm mehlig kochende Kartoffeln, Salz 1 Biolimette, 3 Knoblauchzehen, 3 Esslöffel Olivenöl, 150 Milliliter Buttermilch, 1 Esslöffel Butter, schwarzer Pfeffer, Rosenkohlwok, 800 Gramm Rosenkohl, 100 Gramm Zwiebeln, 200 Gramm Lauchzwiebeln, 2 Esslöffel milde Sojasauce, zum Beispiel Shoyu, 2 Esslöffel flüssiger Honig, 2 Esslöffel grobkörniger Senf, 2 Esslöffel Bratöl, 150 Milliliter Gemüsebrühe, 1 türkische Lira Speisestärke, 200 Milliliter Kokosmilch. Erstens für den Kartoffelstampf: Kartoffeln schälen, 3 cm großwürfeln, in ausreichend Salzwasser ca. 20 Minuten garen und abgießen. Inzwischen für den Wok Rosenkohl putzen, Weinchen und gegebenenfalls halbieren. Zwiebeln schälen und feinwürfeln. Lauchzwiebeln putzen, waschen und schräg in 3 cm lange Stücke schneiden. Zweitens Sojasauce mit Honig und Senf verrühren. Öl in Wok oder großer Pfanne erhitzen. Rosenkohl darin unterrühren, ca. 3 Minuten bei mittlerer Hitze anbraten. Zwiebeln und Lauchzwiebeln zugeben und ca. 2 Minuten mitbraten. Mit Sojasauce-Honigmischung ablöschen. Brühe zugeben und zugedeckt ca. 15 Minuten bei kleiner Hitze köcheln lassen. Stärke in 3 Esslöffel Wasser glatt rühren, zusammen mit Kokosmilch zugeben, nochmals aufkochen und auf ausgeschalteter Herdplatte ziehen lassen. Mit Salz abschmecken. Drittens weiter für den Kartoffelstampf: Limette heiß abwaschen, trocken reiben, Schale fein abreiben und Saft auspressen. Knoblauch schälen und in dünne Scheiben schneiden. 1 Esslöffel Öl in kleine Pfanne erhitzen und Knoblauch darin hellbraun anbraten. Buttermilch sehr vorsichtig erwärmen, Klammer auf Esstipp, Klammer zu. Viertens Kartoffeln mit Kartoffelstampfer oder Gabel grob zerstampfen. Buttermilch, Butter und restliches Olivenöl unterrühren. Limettensaft und Schale untermischen. Mit Salz und 1 Pfeffer abschmecken. Limettenkartoffelstampf mit gerösteten Knoblauch und Rosenkohlwok servieren. Scharfe Asean-Nudeln mit Korianderpesto, raffiniert für 4 Portionen Pesto, 40 Gramm Cashewkerne, 2 Knoblauchzehen, 1 Walnuss, großes Stück Ingwer, 1 rote Chilischote, 1 Biolimette, 2 Bunt Koriander, 50 Milliliter Gemüsebrühe, 50 Milliliter Sesamöl, Salz, schwarzer Pfeffernudeln,
200 Gramm Lauch, 300 Gramm Möhren, 400 Gramm breite Reisnudeln, Klammer auf S-Tipp, Klammer zu, 1 Esslöffel Sambalölig, Klammer auf Alternativ, rote Currypaste, Klammer zu, 4 Esslöffel milde Sojasauce, zum Beispiel Shoyu, 1 Esslöffel Sesamöl, 1 Esslöffel Rohrzucker. Erstens, für das Pesto, Cashewkerne in Pfanne ohne Fett hellbraun rösten, Knoblauch und Ingwer schälen und grob würfeln. Chilischote waschen, längs halbieren, entkernen und grob würfeln. Limette heiß abwaschen, trocken reiben, Schale fein abreiben und Saft auspressen. Saft zur Seite stellen. Koriander kalt abbrausen, trocken schütteln, Blättchen mit feinen Stielen abzupfen und grob hacken. Cashewkerne, Knoblauch, Ingwer, Chili, Limettenschalen, Abrieb und Koriander mit Gemüsebrühe fein pürieren und mit Sesamöl cremig rühren. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Zweitens, für die Nudeln Lauch putzen, längs halbieren, gründlich waschen und in 3 mm dicke Halbringe schneiden. Möhren schälen, längs in 3 mm dicke Scheiben und diese längs in 2 mm breite Streifen schneiden. Nudeln nach Packungsanleitung mit Lauch und Möhren in Salzwasser ca. 3 bis 4 Minuten bis fest garen. Sambalölig mit Limettensaft, Sojasauce, Sesamöl und Zucker mischen. Nudelgemüsemischung in Sieb abgießen, abtropfen lassen, zurück in Topf geben und mit Soße vermischen. Nudelgericht mit Korianderpesto servieren. Zubereitungszeit, ca. 40 Minuten pro Portion, ca. 656 Kilokalorien, 2750 Kilojoule, 9 Gramm EW, 99 Gramm KH, 24 Gramm F8BE, vegan, laktosefrei. Küchentipp, wenn Sie keine Reisnudeln finden, schmeckt dieses Gericht auch mit normalen Spaghetti. Diese Nachpackungsanleitung zubereiten, Lauch und Möhren. Preis Elber Dessert, Klammer auf Poloka Kesseli, Klammer zu, überraschend anders für 4 Portionen. 1 Kilogramm TK Preiselbeeren, Klammer auf Alternativ, 500 ml Preis Elber Saft oder Cranberry Saft, Klammer zu, plus 125 Gramm Weichweizengrieß plus 50 Gramm Zuckersalz, 4 größer als auf Wunsch, 4 Esslöffel Mandelblättchen und Puderzucker. 1. Preiselbeeren in kleinem Topf ca. 10 Minuten leicht erwärmen, so dass sich Saft freisetzt. Masse durch ein Sieb streichen und Saft auffangen. 500 ml Saft abmessen, zusammen mit Grieß, Zucker und eine Prise Salz aufkochen, Hitze zurückdrehen und so lange rühren, bis ein dicklicher Grießbrei entsteht. Masse abkühlen lassen und bis zum Verzehr kühl stellen. Vor dem Servieren mit einem Schneebesen kräftig aufschlagen und in kleine Gläser oder Schälchen füllen. Auf Wunsch mit Mandelblättchen und Puderzucker garniert servieren. Zubereitungszeit, ca. 30 Minuten pro Portion, ca. 266 Kilokalorien, 1110 Kilojoule, 5 Gramm EW, 49 Gramm KH, 4 Gramm F4BE, vegan, laktosefrei. Küchentipp, statt Preiselbeeren können Sie im Winter auch Cranberries oder Hagebutten wählen. Diese 20 bis 25 Minuten bei großer Hitze in wenig Wasser kochen und ebenfalls durch ein Sieb streichen. Kesseli wird traditionell aus Preiselbeeren hergestellt. Im Sommer eignen sich aber auch andere Beeren wie Johannisbeeren und Erdbeeren sehr gut und sorgen für Abwechslung. Maritol Chemiet. Finnischer Steckrübenauflauf mit Endiviensalat, Klammer auf Lantula Deco, Klammer zu, leicht gemacht für 4 Portionen. 1 Kilogramm Steckrüben, 4 Salz, 2 Esslöffel Butter plus 1 Esslöffel Weizenmehl, Type 405 schwarzer Pfeffer, 1 Ei 4, 1 Esslöffel Zuckerrübensirup, 2 Esslöffel Semmelbrösel und Salat, 1 Endiviensalat, 1 Esslöffel süßer Senf, 3 Esslöffel Olivenöl, 2 Esslöffel Apfelessig, 1 gehäufter TL cremiger Honig, 4 bis 5 Esslöffel Apfelsaft und außerdem Butter für die Form. Erstens Steckrüben schälen. Putzen, ca. 2 cm groß würfeln und in ausreichend Salzwasser ca. 20 Minuten im geschlossenen Topf garen. Abgießen, dabei Kochflüssigkeit auffangen und zur Seite stellen. Zweitens Backofen auf 200, Klammer auf Umluft 180, Klammer zu, vorreisen. Steckrüben pürieren. Butter und Mehl unterrühren und nach etwas Kochwasser zugeben, bis ein lockerer Brei entsteht. Mit Salz und Pfeffer abschmecken, Ei und Zuckerrübensirup unterrühren,
Drittens Auflaufform fetten Steckrübenpüree einfüllen und mit Semmelbröseln bestreuen. Circa 30 Minuten backen. Viertens inzwischen Salat putzen, in Blätter zerteilen, waschen, abtropfen lassen und Blätter in 0,5 cm breite Streifen schneiden. In großer Schüssel Senf, Öl, Essig, Honig und Apfelsaft mit Schneebesen verquirlen und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Kurz vor dem Servieren Salat zugeben und alles gut mischen. Mit warmem Steckrübenauflauf servieren. Zubereitungszeit, ca. 1 Stunde und 10 Minuten, pro Portion, ca. 382 Kilokalorien, 1600 Kilojoule, 9 Gramm EW, 32 Gramm KH, 24 Gramm F3BE Küchen-TIPP, der Auflauf schmeckt am zweiten Tag noch besser. Karelische Piroggen mit Ei-Butter, Klammer auf Kajal-Anbiraka, Klammer zu, überraschend anders für 16 Stück, 200 Gramm Milchreis E, 500 Milliliter Milch, Salz E, 100 Gramm Gruyère am Stück, Klammer auf Alternativ, Bergkäse, Klammer zu, schwarzer Pfeffer, 3 Eier, 1 und Schnittlauch, 1 Knoblauchzehe, 120 Gramm Roggenmehl, Type 1150 E, 45 Gramm Weizenmehl, Type 400, 5150 Gramm sehr weiche Butter, und außerdem, Mehl für die Arbeitsfläche, Backpapier, erstens Reismilch und eine türkische Lira Salz, in kleinem Topf aufkochen, dann bei kleiner Hitze im geschlossenen Topf ca. 20 Minuten unter gelegentlichem Rühren gar kochen, bis Milchreis cremig, aber nicht zu fest ist. Käse feinreiben und unterrühren. Masse kräftig mit Salz und Pfeffer abschmecken und etwas abkühlen lassen. Eier ca. 10 Minuten im Wasserbad hart kochen. Abkühlen lassen, schälen und 0,5 cm groß würfeln. Schnittlauch kalt abbrausen, trocken schütteln und in feine Ringe schneiden. Knoblauch schälen und fein würfeln. Zweitens inzwischen für den Teig beide Mehlsorten 100 ml Wasser und Salz in große Schüssel geben und mit den Knethaken des Handrührers zu festem Teig verkneten. Teig auf bemehlter Arbeitsfläche ca. 0,5 cm dick ausrollen. Circa 16 Kreise von 0,7 bis 8 cm ausstechen. Kreise erneut ausrollen, bis Teig ca. 2 mm dick ist, Klammer auf S-Tipp Klammer zu. Drittens Backofen auf 220 vorheizen. Je 1,5 Esslöffel Reisbrei in Mitte eines Teigkreises setzen, Teig an den Seiten hochschlagen und mit Gabel festdrücken, so dass kleine gefüllte Schiffchen entstehen. Auf mit Backpapier belegtes Backblech setzen und in zwei Durchgängen je ca. 8 Minuten backen. Viertens Butter mit gewürfeltem Ei, Knoblauch und Schnittlauch mischen, mit Salz und Pfeffer abschmecken und zu den Pirogen servieren. Zubereitungszeit, ca. 40 Minuten 16 Minuten Backzeit pro Stück, ca. 207 Kilokalorien 865 Kilojoule 6 Gramm EW 18 Gramm KH 12 Gramm F1BE Küchentipp, die Teigkreise können Sie mit einer kleinen Müslischale abmessen. Einfach auf den Teig setzen und mit einem scharfen Messer rundherum schneiden. Zum zweiten dünnen Ausrollen des Teiges eignet sich auch eine Nudelmaschine hervorragend. Gefüllte Bulgurbällchen mit Tomatensauce und Zucchini vom Blech raffiniert für 4 Portionen Bällchen, 350 Gramm Bulgur, 100 Gramm Polenta, 2 Eier, 70 Gramm Tomatenmark, 1 Esslöffel Weizenmehl Type 405, 1 Esslöffel Semmelbrösel, 1 Viertel Teelöffel gemahlene Kreuzkümmel, 4 Esslöffel Olivenölfüllung, 150 Gramm Feta 1,5 Bund Koriander 1,5 Bund Schnittlauch 20 Gramm Walnusshälften 1 Knoblauchzehe 10 Gramm Rosinen Tomatensauce 40 Gramm rote Zwiebeln 120 Gramm rote Paprika 4 1 Esslöffel Olivenöl 50 ml trockener Rotwein 500 Gramm passierte Tomatensalz schwarzer Pfeffer außerdem 650 Gramm Zucchini Backpapier 1 Esslöffel Olivenöl erstens für die Bällchen Bulgur und Polenta in Schüssel mischen, mit 750 ml kochendem Wasser übergießen, 30 Minuten quellen lassen, dabei ab und zu umrühren, gegebenenfalls noch so viel Wasser zufügen, bis die Masse feucht und knetfähig ist, Masse abkühlen lassen, zweitens inzwischen für die Füllung Feta in Schüssel mit Gabel fein zerbröseln.
Kräuter kalt abbrausen, trocken schütteln, Korianderblättchen abzupfen und fein hacken, Schnittlauch in Feinröhrchen schneiden, Walnüsse fein hacken, Knoblauch schälen und fein würfeln, alles mit Rosinen und Feta mischen. Drittens, für die Tomatensauce Zwiebeln schälen und fein würfeln. Paprika waschen, putzen, halbieren, Kerne entfernen und 1 cm groß würfeln. Olivenöl in Topf erhitzen und Zwiebeln bei mittlerer Hitze ca. 3 Minuten darin anschwitzen. Paprika zugeben und weitere 5 Minuten anbraten. Mit Rotwein und Tomaten ablöschen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken und bei kleiner Hitze im geschlossenen Topf köcheln lassen, bis restfertig ist. Viertens, Ofen auf 200, Klammer auf, Umluft 180, Klammer zu, vorheizen. Zucchini waschen, putzen und längs in 0,5 cm dicke Scheiben schneiden. Dicht nebeneinander auf mit Backpapier belegtes Blech legen, sie dürfen dabei auch überlappen, mit Salz und Pfeffer würzen, mit Olivenöl beträufeln und 15 Minuten backen. 5. Inzwischen weiter für die Bällchen: Eier, Tomatenmark, Mehl, Semmelbrösel, Kreuzkümmel und Salz, mit den Händen unter Bulgur-Polenta-Mischung kneten. Je 1 gehäuften EL Bulgurmasse flach in angefeuchtete Handfläche pressen und eine türkische Lira-Fetta-Füllung in die Mitte pressen, dann möglichst fest zusammendrücken und ca. 16 Bällchen formen. Öl wenn möglich in 2 großen Pfannen erhitzen und Bällchen vorsichtig von allen Seiten goldgelb anbraten. 6. Zucchini auf Teller legen, Tomatensauce darauf verteilen, Bulgurbällchen dazu anrichten und servieren. Zubereitungszeit, ca. 1 Stunde pro Portion, ca. 772 Kilokalorien, 3230 Kilojoule, 24 Gramm EW, 83 Gramm KH, 37 Gramm F7BE, laktosefrei. Tofu, 2 Knoblauchzehen, 1 Walnuss großes Stück Ingwer, 10 Esslöffel milde Sojasauce, zum Beispiel Shoyu, 2 Esslöffel Mirin, Klammer auf S-Tippseite 36, Klammer zu, 1 Esslöffel Sesamöl, 1 türkische Lira Gemüsebrühepulver, 4 Esslöffel Zucker, 400 Gramm Naturtofu, 2 Esslöffel Bratöl, 2 Gestr. EL Speisestärke Kompott, 100 Gramm Schalotten, 2 Mangos, 300 Gramm, 200 Gramm rote Paprika, 1 kleine rote Chilischote, 1 Esslöffel Bratöl, 2 Esslöffel Akazienhonig, Klammer auf Alternativ, Agavendicksaft, Klammer zu, 2 Esslöffel Limettensaft, 2 Esslöffel Weißweinessigsalz, außerdem 200 Gramm Jasminreis. Erstens, für den Tofu Knoblauch und Ingwer schälen und fein würfeln. Mit Sojasauce, Mirin, Sesamöl, Brühepulver und Zucker verrühren. Tofu abtropfen lassen und in 1 cm dicke Scheiben schneiden. Diese diagonal in Dreiecke teilen und in flacher Schale mit Marinade übergießen. 30 Minuten ziehen lassen. Reis nach Packungsanleitung zubereiten. Fürs Kompott Schalotten schälen und klein würfeln. Mangos schälen, Fruchtfleisch vom Kern schneiden und 1 cm groß würfeln. Paprika waschen, putzen, vierteln, entkernen und in 0,5 cm breite Streifen schneiden. Chili waschen, längs halbieren, entkernen und fein würfeln. Öl in Topf erhitzen. Schalotten darin 4 Minuten anschwitzen. Paprika und Chili 3 Minuten mit anbraten. Mango, Honig, Limettensaft und Essig zugeben und 2 Minuten offen köcheln lassen. Mit Salz abschmecken. Tofu aus Marinade abnehmen, abtropfen lassen und Marinade zur Seite stellen. In große Pfanne Öl W erhitzen und Tofu darin von beiden Seiten ca. 4 Minuten knusprig anbraten. Marinade mit 250 ml Wasser in Topf geben und aufkochen. Stärke mit 4 Esslöffel Nasser glatt rühren, in Soße rühren und 1 Minute köcheln lassen. Tofu mit Soße, Reis und Kompott servieren. Für 4 Portionen 100 Gramm Zwiebeln, 1 rote Chilischote, 500 Gramm Austernpilze, 200 Gramm Möhren, 150 Gramm Lauchzwiebeln, 250 Gramm Blattspinat, Klammer auf Alternativ, TK-Spinat, Klammer zu, 300 Gramm Basmati-Reis, Salz, 2 Esslöffel Bratöl, 400 ml Kokosmilch, 1 Esslöffel Gemüsebrühepulver, 2 Esslöffel Mirin, Klammer auf S-Tippseite 36, Klammer zu, 2 bis 3 Esslöffel Zitronensaft, schwarzer Pfeffer. Erstens, Zwiebeln schälen und fein würfeln.
Chilischote waschen, längs halbieren, entkernen und feinwürfeln. Pilze putzen, mit feuchtem Tuch säubern und in 3 mm breite Streifen schneiden. Möhren schälen und in 3 mm dicke Scheiben schneiden. Lauchzwiebeln putzen, waschen und in 3 cm lange Stücke schneiden. Spinat putzen, waschen und in Sieb abtropfen lassen. Reis nach Packungsanleitung in ausreichend Salzwasser zubereiten. Zweitens, Öl in Topf erhitzen. Zwiebeln, Chili und Möhren, darin circa 1 Minute anbraten. Pilze zugeben und unterrühren, 3 Minuten bei hoher Hitze braten. Lauchzwiebeln und Kokosmilch zugeben und aufkochen. Brühepulver, Mirin und Zitronensaft zugeben und gut verrühren. Spinat zugeben und bei kleiner Hitze 5 Minuten köcheln. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Ragout mit Reis servieren. Zubereitungszeit, ca. 40 Minuten pro Portion, ca. 433 Kilokalorien, 1810 Kilojoule, 14 Gramm EW, 71 Gramm KH, 9 Gramm F6 BE, vegan, laktosefrei.